Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin hier aus der Reiferbahn Sporthalle Schwerin. Wir freuen uns jetzt auf die weibliche Jugend C1 der SSV Grünwald Schwerin und sie haben zu Gast Nordwest Rostock. Von der Tabelle her ist es eine recht klare Angelegenheit, Tabellenführer der SV Grünwald Schwerin. Nordwest Rostock ist in den unteren Regionen der Tabelle zu finden und trotzdem versucht man hier immer wieder einen Prestigeerfolg zu erlangen im Leistungszentrum Schwerin. Und wir wollen gucken, ob das den Rostockern heute auch gelingt. Ja, das war zum Spiel. Und damit wollen wir anfangen. C-Jugend, weiblich, SV Grün-Weiß-Schwerin empfängt Nordwest Rostock. Und im ersten Moment, muss ich sagen, war ich ein wenig verwirrt. Weil die Trikots von Nordwest Rostock sehen ein wenig so aus wie die Trikots von der zweiten Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin 1 heute in Rot. Nordwest Rostock in Weiß. So, die obligatorische Einweisung durch die Schiedsrichter. Und das Shake Hand. Um mit Fairplay das Spiel zu beginnen und dann beginnen wir das Spiel. SV Nordwest Rostock mit Anwurf. Ja, bei mir jetzt so Spiel habe ich Sven bei mir, der uns ein wenig mit durchs Spiel geleiten wird. Der auch von hier oben noch einen sehr, sehr guten Blick über das Spielfeld hat. Den er immer wieder als Eindruck geht, man kann es ja auch sagen, Sven, normalerweise unser Kameramann. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wir schauen jetzt mal ein bisschen drauf, wollen jetzt die Gelegenheit mal nutzen, hier auch auf ein paar andere Dinge zu achten. Im Spiel über die Seite, da geht erstmal noch nichts. Auch so Kleinigkeiten am Rand, eine rund um einen Handballtag. Wir in der Reiferbahn-Sporthalle, wo wir uns gerade befinden, ja öfter stattfindet. Haben wir eben zum Beispiel entdeckt im Spiel davor, dass hier eine Mannschaft komplett mit zwei verschiedenen Socken gespielt hat. Ein schwarz, eins weiß. So als Glücksbringer. Und jetzt der erste gute Ball gehalten. Aber der Pass geht ins Nirgendwo. Dazu muss man sagen, dass auch bei Grünwald-Schwerin heute drei Leute fehlen. Unter anderem Wiebke Dentchen im Tor und Mariana Furt. Und auch der Ball geht ins Nichts und Schwerin erstmal mit einem ruhigen Aufbau. Und Nora Müller mit dem ersten 7 Meter, da geht sie durch zwei Leute durch. Und 7 Meter, und da haben wir gleich die Möglichkeit einmal. Unsere Expertin tippt mir einmal, Sven, geht der Ball rein? Also ich sage ja und ich sage oben rechts. Ah, ich glaube, es war oben rechts gewollt. Es ging rechts halb hoch und der erste Treffer durch Julia Guse zum 1:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Und wir haben das erlebt, 7 Meter in diesem Jahr, ja, ein Phänomen für sich. Wir haben es bei den Erwachsenen gesehen, wir haben es gestern gesehen bei den Männern, wo dann 4-7 Meter von 7 verworfen werden, bei den Frauen, wo dann 8 von 10 verworfen werden. Wobei 7 Meter, ja zumindest 3 Viertel davon sollten drin sein. Und jetzt das zweite Tor in diesem Spiel, auch von Grün-Weiß-Schwerin, und das war Marie-Louise Weiß. Oh, der Ball einfach weggegeben, zu einfach weggegeben. Und Sven, vielleicht können wir auch mal kurz auf die Schwierigkeiten eingehen, die es hat, so ein Spiel auch zu kommentieren.
beziehungsweise auch du ja als Experte, als Kameramann, das Ganze mit der Kamera zu verfolgen. Worauf muss ein Kameramann achten bei so einem Handballspiel? Ja, es kommt natürlich immer auch auf die Jugend an, die gerade spielt. Hier ist zum Glück jetzt eine vernünftige Abwehr auch schon, wenn man dagegen die E-Jugendspiele betrachtet, wo natürlich Manndeckung gefordert ist. Das ist natürlich ziemlich schwierig, dem ganzen Spielverlauf auch schnell genug zu verfolgen. Aber ich denke mal, hier wird es ein bisschen einfacher werden. Ja, ist richtig. Wir bilden ab der C-Jugend ja schon diese Zonendeckung. Und er war klasse gehalten von Valentina Obermüller im Tor von Rostock. Der Ball an den Pfosten, es bleibt beim 2:0 hier für Grün-Weiß-Schwerin. Und man sieht es jetzt hier auch, wir spielen eine 4-2-Formation bei Grün-Weiß-Schwerin. Das heißt zwei vorgezogene Spielerinnen, die offensiver stehen. Und der Anschlag auf den Kameramann, der dahinter steht und die Fotos macht. Du selber, Sven, Fotograf, auch schon beim Handballspiel gewesen. Wie gefährlich ist es dann im Tor? Es kann schon ziemlich gefährlich werden, weil selbst auch schon in diesen Jugendklassen hier in der C-Jugend können die schon recht hart werfen. Also selbst ein Streifball hat mich schon mal außer Gefecht gesetzt. Also von daher ist es schon ziemlich gefährlich, dort zu stehen. Ja, da würde mich jetzt mal interessieren, trägst du Tiefschutz? Nein, tue ich nicht. Dann kann man, ne, jetzt weiß ich auch, warum die Journalisten immer sagen, halb hoch ist nicht so gut. Das ist auf jeden Fall der Fall. Bis jetzt hatte ich zum Glück immer das Glück gehabt, dass es bis jetzt nur auf Brust- bzw. Kopfhöhe ging, obwohl Kopf auch nicht so sehr entspannend ist. Ja, Julia Guse mit ihrem zweiten Treffer jetzt zum 3:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Ist es eigentlich als Kameramann, hat es einen Einfluss, wie der Spielverlauf ist? Ob das jetzt ein spannendes Spiel und jetzt das schöne Tor? Da muss ich kurz unterbrechen von dieser Brose. Ob das Spiel spannend ist oder ob das ein eintöniges Spiel ist oder ist das eigentlich egal als Kameramann? Also mir ist es eigentlich relativ egal, umso spannender das Spiel, umso schwieriger wird es zu verfolgen, weil man ganz einfach dann auch als Kameramann im Hobbybereich doch ab und zu mal anfängt mitzufiebern. Ja, das. Aber das macht den Handballsport ja aus, das sind Emotionen, die sind dabei, die hören wir jetzt ein wenig von hinter uns, die Trommeln, die Eltern sind mit dabei. Und das hat man ja auch im Amateurbereich, in der MV-Liga und auch im Oberliga-Bereich der Ostsee-Spreeliga. Die Fans sind da und die Emotionen sind hoch. Und so möchten wir sie auch haben, weil das macht den Sport so schön. Das auf jeden Fall. Schwerin fällt da noch zu wenig ein, um die Rostocker Abwehr wirklich zu knacken. Das war eben auf Rostocker Seite, hat das ganz gut geklappt, auf freien Seite. Anne Ide, richtigerweise, mit dem Wurf auf die Latte und die Chance zum Anschlusstreffer für Nordwest Rostock. Ist es dann als Kameramann auch so, dass man lieber hier so ein langsames Spiel der C-Jugend filmt oder filmst du lieber Frauen-Männer-Bereich? Also auf jeden Fall Frauen ist, der Frauenbereich ist sehr, sehr interessant immer wieder, weil er doch für Überraschungen gut ist. Hier in etwas langsamerem Bereich ist es ein bisschen entspannter zu filmen, aber ich sage mal, es ist genauso spannend, es kann genauso Überraschungen geben und von daher sage ich mal, es ist eigentlich relativ gleich. Es ist Handball, es macht Spaß zuzuschauen und auch das Ganze zu filmen und mit dir als Kommentator ist es auch wieder immer sehr, sehr spannend. Ja, ansonsten haben wir das Tor gesehen von Anne Ide, die bei ihrem ersten Versuch noch an die Latte traf. Der zweite war dann drin und das war auch eine gefährliche Situation, aber es bleibt beim 4:1 für Grün-Weiß-Schwerin.
Und mit einem Positionsangriff, schwaches Zuspiel, sollte ein Bodenpass werden, aber kommt nicht wieder hoch, den kann kein Mensch fangen, den Ball. Läuft vor, jetzt gibt es die gelbe Karte gegen die Elf von Rostock, so sagt der Schiedsrichter, das ist Jenny Baumgart. Und der Treffer für Grün-Weiß-Schwerin durch die Nummer 6, Vanessa Schaffer. Ihr erster Treffer in diesem Spiel. Und da gibt es auch 7 Meter und ebenfalls gelbe Karte gegen Sophia Elgert. Und ja, Sven, deine Aufgabe, 7 Meter? Links unten. Rechts oben, aber drin war der Ball. Von Maxi Bölter zum 5:2. Forstentreffer von Anaide und der schnelle Konter von Nordwest Rostock, aber ein schlechter Pass. Den bekommt sie auf den Fuß, den kann sie nicht fangen. Ja, Sven, das Spiel plätschert jetzt so ein wenig vor sich hin. Es sind viele leichte Fehler im Spiel, Passfehler. Auf beiden Seiten macht es, dürfte es schwierig machen, es zu verfolgen, weil es ständig hin und her geht. Ist das so? Das auf jeden Fall. Also die Mannschaften sieht man ganz klar, die tasten sich jetzt noch ein bisschen rein. Ich habe normalerweise immer so, man sagt ja so circa eine Minute, auch ein Tor mindestens, ist immer so mein Richtwert. Und wenn man da sieht, es sind bis jetzt 8 Tore bei 11 Minuten, sie tasten sich noch ab. Ja, Lisa Brose jetzt mit ihrem zweiten Treffer. Zum 5:3 für Rostock. Und über Außen schön gespielt. Und abgerollt. Und Sophia Elgert mit ihrem ersten Treffer zum 6:3. Lässt man sich dann eigentlich von der Atmosphäre, die in den Hallen entsteht, auch anstecken? Weil es gibt ja manche Spiele, die sind von den Zuschauerrängen sehr, sehr ruhig. Und manche Spiele, jetzt scheitern wir außen. Auf der Außenseite. Alexandra Kung. Lässt man sich da eigentlich anstecken von dem Publikum, wenn es denn mal richtig mitgeht? Auf jeden Fall lässt man sich auch anstecken von den Fans. Ich meine, hier in der Grün-Weiß-Halle geht das relativ. Da sitzen wir nicht ganz so zwischen den Fans, aber es gibt auch andere Hallen, wo das eher der Fall ist, wo man dann zwischen den Fans direkt sitzt und dann wirklich jeden Kommentar mitbekommt. Und das ist dann doch manchmal auch recht zum Schmunzeln. Sitzt du denn eigentlich lieber mitten zwischen den Leuten oder eher so wie hier in der Halle, wo man ein klein bisschen abseits steht? Es hat was zwischen den Leuten zu sitzen, man kriegt die Stimmung ein bisschen mehr mit, man lässt sich auch teilweise ein bisschen mitreißen, das macht schon Spaß. Ja, und jetzt